Sind Sie schon registriert? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und eingeschaltet haben zu unserem Format Naturmedizin. Heute befassen wir uns mit einem, sehr unangenehmen Thema, mit der Erkrankung Polyneuropathie. Und dazu habe ich einen sehr sympathischen und sehr kompetenten Gast. Marco Klein ist bei mir. Seine Familie oder besser sein Vater hat die Kleinschen Felder entwickelt. Und wir schauen mal, was die Kleinschen Felder bei Polyneuropathie bewirken können. Und bekommen auch Informationen über durchgeführte Studien. Bleiben Sie also dran, es wird spannend. Ich freue mich auf meinen jetzigen Gast und lade Sie herzlich dazu ein. Bis gleich. Hallo lieber Marco, schön, vielen Dank, dass du wieder gekommen bist und uns wieder über tolle Möglichkeiten mit den Kleinschen Feldern berichten wirst. Ja, danke für die Einladung. Bevor wir ins Thema einsteigen, ihr habt mit den Kleinschen Feldern ja zahlreiche Erfolge bei Polyneuropathien und plant sogar eine Studie. Ist das richtig? Das ist richtig, weil die Erfahrungsberichte, wenn die sich irgendwann sammeln, dann sagt man auch, dann lass uns doch ein bisschen intensiver reinschauen. Wo sind Unterschiede hier und da? Ja. Jetzt ist Polyneuropathie der Begriff vielleicht nicht jedem so geläufig. Jemand, der noch nie damit zu tun gehabt hat oder auch noch nie mit jemandem gesprochen hat, der betroffen ist, der hat in der Regel noch keine Ahnung, was es ist. Kannst du uns kurz was über die Symptome, über die Auswirkung erklären der Polyneuropathie? Ja, also Polyneuropathie insgesamt kann man sich vorstellen, sind eigentlich Schädigungen der Nerven. Es kann verschiedenste Ursachen haben, aber wenn Nerven nicht mehr richtig arbeiten, weil sie entweder durch mangelnde Durchblutung, also Sauerstoffversorgung anfangen, wie bei einem Diabetiker, da ist das sehr häufig der Fall, weil die von Haus aus durch die Diabetes eine sehr schlechte Durchblutung haben. Deswegen ja sogar bei Diabetikern Füße amputiert werden, weil sie irgendwann absterben durch die schlechte Durchblutung. Und das ist meistens Polyneuropathie sogar da bei vielen Vorläufer, weil wenn die Nerven nicht genug Versorgung bekommen, dann bilden sich die Nerven eben durch diese Schädigung wie zurück und haben dann wie eine Art Missempfindungen. Also Polyneuropathie weiß man zwar, ist eine Nervenschädigung, aber es gibt verschiedene Ursachen, wie es kommen kann. Das eine ist die Versorgung, wie angesprochen, durch Blutung, Sauerstoff kriegt die Nervenzelle nicht genug. Das andere kann toxische Belastung sein. Viele haben es auch nach einer Chemotherapie, nach einer Krebsbehandlung, weil eben wenn man toxische Belastungen, wie auch Schwermetalle und was es nicht sonst noch gibt, im Körper, die können eben auch Nerven schädigen. Und da ist es dann eben so, dass die Nerven dann wie so Missempfindungen haben. Das merken Menschen dann an Schmerzen. Deswegen, das ist sehr bekannt durch geworden, eben weil wenn man diese undefinierten Schmerzen hat, meistens in den Händen, wie auch Fingern, dementsprechend Füße sind sogar ganz vorne an. Also die meisten entwickeln es zuallererst in den Füßen. Mhm. Vielleicht auch noch so die Beine, die Unterschenkel, wo Menschen dann merken, Taubheit, Brennen. Wie Brennnesseln beschreiben das manche, wie Nadeln, die pieksen oder irgendwas, was brennt und man kommt nicht ran, was einen auch wahnsinnig machen kann. Deswegen also Füße vorwiegend, Hände bei vielen auch, Beine eben sehr stark, sind so die hauptsächlichen Punkte dabei. Deswegen aber eben toxische Belastung und Mangelversorgung durch Blutung sind so die zwei Hauptkriterien. Mhm. Ja. Und das ist ja ein ständig präsentes Thema, ne? Das ist ja dann, also wer davon betroffen ist, der ist ja weder am Tag noch in der Nacht davon befreit. Gerade die Füße natürlich, wo wir wissen, wir müssen irgendwie auch drauf laufen, uns bewegen. Und wenn man an den Fußsohlen merkt, dass sie taub sind, heiß, kalt, Missempfindungen dann haben, auch weißlich werden, wie eine ganz schlechte Durchblutung, was bei vielen Ursache ist. Aber eben dieses wie auf Brennnesseln gehen, auf Nadeln gehen, das ist natürlich hoch unangenehm. Ja. Taubheit etc. kommt alles noch mit hinzu, wo man sich fragt, was ist denn jetzt da los? Ja. Kann man denn gegen diese Erkrankung etwas tun? Oder was tut man? Also man sagt, in der Schulmedizin gilt es noch als unheilbare Erkrankung, weil in der Regel natürlich versucht wird, in der Schulmedizin medikamentös zu schauen, was kann man tun. Jetzt kennen natürlich Menschen Schmerzmittel und Co. Viele nehmen ja sogar irgendwann bis zu Morphin, weil sie die Schmerzen dann ansatzweise nur versuchen auszuhalten, wenn die Nerven immer weiter kaputt gehen, weil die Ursache nicht gelöst ist.
Deswegen ist es für viele sehr überraschend auch, dass Kleinsche Felder da auch Ergebnisse erzeugt haben, weil es sonst eben eigentlich keine Heilmethode gibt, die irgendwie zuverlässig. Man kann zwar irgendwie mit warm, kalt, Fußbädern etc. Also irgendwie versuchen, den Körper in der Durchblutung zu unterstützen, was manchmal so ein bisschen Symptome lindert, aber so wirklich nachhaltig gibt's da eigentlich nichts. Und das ist für die Menschen natürlich dann ein wahrlicher Terror. Ja. Wenn man merkt, jeder Schritt gefühlt oder nach einer Anstrengung kommt. Deswegen, ja, es ist interessanterweise ja bei Kleinschen Feldern gewesen. Das Ganze ging 2014 los bei einer Pilotstudie von Professor König in Magdeburg, die dann in der Studie verschiedenste Erkrankungen genommen hatte. Und da war auch Polyneuropathie eine Patientin zum Beispiel dabei. Und da wurden wir zum ersten Mal hellhörig, weil da hatten Patienten auf einer Kleinschefelder Schlafmatte geschlafen. Kleinschefelder machen ja die Durchblutung besser, um es mal so ganz salopp zu sagen, unterstützen die Durchblutung, dass natürlich auch wieder Zellen besser versorgt werden können. Und da war es eben gewesen, dass dort eine Patientin Erfolge hatte. Nach 3 Monaten komplett Polyneuropathie gänzlich verschwunden oder auf ein absolutes Minimum runter. Und dann hat sich das natürlich gemehrt, dass immer mehr Patienten berichtet haben. Ja, und so ist das dann gekommen. Also du hast schon erwähnt, eben zu den kleinsten Feldern, da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Und ja, da kann man gerne ja noch auch andere Videos sich da entsprechend anschauen dazu. Ja. Du hast auch Frau Professor Dr. König Professor König? Ja, Professor Doktor. Genau, Dr. König, Brigitte König angesprochen mit der Studie. Und wir haben da, oder du hast da ein Interview mitgebracht, ne? Ja, genau. Deswegen, weil hier sieht man quasi so ein bisschen, was dann auch passiert ist, weil um sich vorzustellen, ja, wie können denn jetzt Nervenschäden jetzt plötzlich ausheilen? So, ja. Es ist ganz klar, wenn ich die Durchblutung in der Form, was bei vielen eben bei Polyneuropathie nicht gut ist, wenn ich da das Blut wieder fließfähig hinbekomme, was kleinste Felder machen, kann man sich ja anschauen, wie die genau da funktionieren. Aber das Blut fließfähiger machen, dann können natürlich Nerven wieder mehr Versorgung bekommen, sich besser dadurch regenerieren, weil es ist grundsätzlich möglich, Nerven zu regenerieren, aber es gilt halt eben noch als so schwierig, weil es keine Methode gab, das wirklich akkurat dran ist. Und da ist eben die Professor König als Interview, hat da eben auch ein Statement dazu abgegeben. Genau. In die kleinsten Felder bin ich gekommen, weil ich darauf angesprochen wurde, ob ich eventuell eine Möglichkeit sehe, die Wirksamkeit von den kleinsten Feldern objektiv nachzuweisen. Da natürlich die Mitochondrien unser Hauptfeld sind, habe ich natürlich sie an diesen Mitochondrien natürlich ausprobiert und wir konnten zeigen, dass die kleinsten Felder wirklich sehr gut die Mitochondrien positiv beeinflussen. Die kleinsten Felder wirken unter anderem sicherlich auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind unsere Kraftwerke und ohne diese Mitochondrien läuft nichts. Man weiß inzwischen auch in der Schulmedizin bzw. aus hochrangigen wissenschaftlichen Publikationen, dass die Mitochondrien verantwortlich sind, wenn diese nicht funktionieren, für eine Vielzahl von Erkrankungen. Dazu zählt auch Alzheimer, zählt Parkinson, es zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atherosklerose, Durchblutungsstörungen, Diabetes mellitus, Migräne und weitere Erkrankungen, auch unserer Zivilisationsgesellschaft. Und da die kleinsten Felder wirklich positiv auf die Mitochondrien wirken, haben sie auch einen positiven Einfluss auf all diese Erkrankungen. Erfolg haben wir bzw. Erfahrung bei einer Polyneuropathie, zum Beispiel nach Chemotherapie. Und da helfen sie wirklich, dass diese Polyneuropathie wirklich gänzlich verschwindet oder auf ein Minimum reduziert wird. Das liegt sicherlich auch einmal durch die durchblutungsfördernde Wirkung dieser kleinsten Magnetfelder. Genau, es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Sie hat von Mitochondrien gesprochen. Mhm. Das sind Kraftwerke, wie sie es sagte, in den Zellen. Weil man schaut bei Studien ja nicht nur, ja, tut jetzt etwas mehr oder weniger weh, sondern man geht ja in den Bereich der Zelle rein und schaut, arbeitet die besser? Was passiert denn da genau? Und diese Mitochondrien, wie sie eben sagte, das ist so, die produzieren die Zellenergie. Und wenn eine Zelle geschwächt ist, weil diese Mitochondrien nicht genug Energie erzeugen, dann kann es natürlich Funktionsstörungen geben. Eine Funktionsstörung bei einer Nervenzelle sind daneben eben diese Missempfindungen, was man merkt durch die Nervenschädigung, weil die Leistung der Zelle abnimmt. Und da kann man eben an diesen Mitochondrien, diese Kraftwerke in jeder einzelnen Zelle drin,
kann man eben genau eben messen, was passiert denn bei der Zelle eigentlich? Weil man hat jetzt gesehen, bestimmte Erkrankungszustände, auch Bluthochdruck, Krampfadern, alles, was möglich in der Studie noch so drin war, dass sich vieles verbessert hat. Man hat eben geschaut, ja, was passiert genau? Und weil wir jetzt heute über Polyneuropathie sprechen, ganz links sieht man Patientin EK mit dem Kürzel. Mhm. Eine ältere Frau gewesen, Alter bin ich mir gar nicht sicher. Da hat man eben geschaut, ATP, Adenosintriphosphat, das ist die universelle Zellenergie, also quasi unser Kraftstoff der Zelle. Und der wird erzeugt, wenn die Zelle für die Mitochondrien Sauerstoff aufnimmt. Das ist das Hauptsächliche, um Energie zu erzeugen. Ja, jeder weiß, man kann fasten, der Körper funktioniert, aber 10 Minuten nicht atmen, das funktioniert nicht. Also Sauerstoff, das Wichtigste für die Zelle, um diese Zellenergie zu produzieren. Wenn ich die Durchblutung natürlich unterstütze, dass wieder mehr Sauerstoff in diese feinsten Haargefäße bei der Zelle ankommt, dann kann die natürlich auch eine andere Leistung machen. Und das hat sich gezeigt, dass diese Mitochondrien mehr Energie produziert haben. Und da sieht man die Patientin EK, die hatte vorher ein Energieniveau von knapp 71% gehabt und ist sogar hochgegangen auf 105%. Das ist als Erklärgrundlage, ja, warum haben sich Nervenschäden zurückgebildet? Weil gute Durchblutung, gute Versorgung, das versteht man noch. Aber was passiert in der Zelle? Deswegen, das war ein Faktor, um es besser erklären zu können, warum dann diese Missempfindungen nachlassen. Die Zelle kann sich durch diese mehr Energie natürlich besser regenerieren. Das ist quasi dieses Mitochondrien-Thema, was sie angesprochen hat. Genau. Und wir haben ja, ich glaube, rund 1000 Mitochondrien in jeder Zelle. Ne? Also ja, ist sogar verschieden. Es gibt Zellen im Gehirn, die haben deutlich mehr, weil sie deutlich leistungsfähiger sein müssen. Mhm. Aber in der Regel ein paar hundert, sagt man so, bei plus minus 500. Mhm. Da streiten sich die Quellen so ein bisschen, aber geht hoch sogar bis zu ein paar tausend. Und das war in der Studie sehr, sehr interessant, weil eben diese Mitochondrien durch diese gute Versorgung die kleinsten Felder gemacht haben. Das war übrigens mit der Schlafmatia gewesen. Wollte haben ich grad fragen, genau. Patienten 3 Monate drauf geschlafen. Man hat vorher Blut abgenommen und danach Blut abgenommen, weil das die Polyneuropathie so verschwunden war. Das konnte die Patientin ja von sich selber sagen. Aber die Laborwerte sich dazu anzuschauen, und das war sehr interessant, weil es ist nicht nur mehr ATP entstanden in den Mitochondrien, weil dann hätten die Mitochondrien einfach nur mehr produziert. Nein, hochinteressant war, es hatten sich sogar deutlich mehr Mitochondrien gebildet. Im Durchschnitt bei allen Patienten der Studie ein 8-faches an Mitochondrien. Aber wenn man sich dann vorstellt, wie viel dann eine Zelle hat, wenn sie als Beispiel 500 Mitochondrien hatte und 8-mal mehr. Ja, das kann sich jeder mal im Kopf selber ausrechnen, was das bedeutet, wie viel Energie und Power die Leistung plötzlich dann vorhanden war. Dann überrascht es auch nicht, dass die Zelle mehr ATP produziert hat, weil so viele mehr Kraftwerke da waren. Also nochmal zur Wiederholung, weil was wurde oder wie wurde die Studie gemacht? Also die Patienten haben drauf geschlafen auf der kleinsten Genau, richtig. Für 3 Monate, ne? Genau, jede richtig. Nacht. Genau, genau. Okay. Jede Nacht drauf geschlafen. Man hat auch sonst nichts in der Studie verändert. Also die Gewohnheiten sind so geblieben. Also die haben wirklich nur nächtlich drauf geschlafen. Mhm. Jetzt ist es bei Polyneuropathie natürlich so, dass viele das in dem Bereich der Füße haben. Da sind Kleinschiffelder Einlegesohlen sehr bekannt für geworden. Weil natürlich, wenn ich da im Straßenschuh oder im Hausschuh, manche nutzen sogar auch nachts, dann packen sich so eine Einlegesohle am Fuß, weil durch die hohe Durchblutung die Nerven ja auch besser versorgt werden. Wo viele dann auch relativ schnell für sich feststellen, stellen Fuß drauf, sagen 3-4 Minuten, das gibt's ja gar nicht, das fängt an zu kribbeln oder das wird ja warm. Mhm. Das kann jeder für sich zu Hause auch selbst testen. Die Menschen sind verschieden empfindsam. Der eine sagt, nach 20 Sekunden passiert was, der nächste braucht 10 Minuten. Gibt auch unsensible Menschen wie mich. Ich merke da gar nichts von. Mein Fuß muss schon sehr kalt sein im Winter. Und wenn ich dann da drauf stelle im Vergleich, dann wird er auch warm. So, aber da sind eben diese Einlegesohlen bei vielen, die sonst mit den Füßen Probleme haben, natürlich warm. Wahnsinnig interessant. Und sonst war es eben, weil es ja eine Gesamtkörperthematik auch ist mit den Nerven, mit der Schlafmatte, ich die gesamte Versorgung durch die Durchblutung verbessere, dann ist natürlich der Effekt auch noch größer als nur punktuell. Ja, es tut im Fuß vielleicht weniger weh, aber überall anders sind die Probleme ja trotzdem noch da. Mhm. Wie lange dauert denn das, bis man signifikante Verbesserungen feststellen kann, tatsächlich, erfahrungsgemäß? Ja, es ist so unterschiedlich eigentlich, wie Menschen unterschiedlich sein können. Verstehe. Also es gibt Erfahrungsberichte, die wir teilweise selber nicht glauben können, weil Menschen dann sagen, ey, ich habe da 2 Nächte drauf geschlafen und plötzlich ich merke das nicht mehr. Die dann zwar merken, ja, es kam mal wieder, aber dann nicht mehr so doll, wo der Körper das langsam zurückgebildet hat. In der Regel ist es aber so, dass man tatsächlich ein bisschen Zeit braucht, weil bei Polyneuropathie, sage ich mal, bis man so dieses Stadium, was Kleinschiffelder insgesamt schaffen, weil eine Verbesserung
merken viele vielleicht schon nach 4, 6 Wochen, aber es ist ja immer noch da, vielleicht nur weniger ausgeprägt. Aber wenn man so schaut, bis wo es gegangen ist, wo Patienten sagen, ey, ich habe gar keine Probleme mehr damit oder wirklich nur ein absolutes Minimum in schlechten Jahreszeiten oder ähnliches, dann sind es oft schon mindestens 3, 4 Monate. Bei vielen sind es auch 5. Also es ist nichts, was man schnell sich denken kann, weil das, was viele verstehen müssen, bei manchen ist es sogar so, dass am Anfang, wenn sie auf kleinsten Feldern schlafen, sogar vielleicht diese Schmerzzustände vielleicht sogar anfangs ein bisschen mehr werden. Weil wenn ich die Zelle sofort von einem auf den anderen Moment versorge, im gesamten Körper, und der Körper sagt, oh, jetzt kann ich hier Giftung machen, jetzt kann ich dies machen, alles, was die durch schlechte Durchblutung vorher nicht so gut konnte. Ja, was passiert, wenn jetzt eine Nervenzelle besser versorgt wird? Sie wird den Schmerz besser melden können. Das ist nicht bei allen der Fall. Bei Polyneuropathie-Patienten gegenüber anderen Schmerzerkrankungen ist häufiger vor. Die schlafen dann eine Nacht drauf und sagen, oh, ich bin aufgestanden, ich habe ja mehr Schmerzen. Da gehe ich nie wieder drauf, weil sie das nicht verstanden haben, wenn sie nicht durch einen Therapeut oder durch uns aufgeklärt wurden. Aber wenn das so ist, dann klappt man die um, dass man nur mit den Füßen anfängt. Dann steigert man Woche für Woche so die Fläche, dass der Körper nicht gleich alles repariert auf einmal, weil dann die Reaktionen auch oft stärker sind. Ja, und so kann man das langsam steigern. Bei Einlegesohlen in der Regel hat man die Probleme nicht, weil es immer nur so punktuell ist. Aber der Schlafmatte kann es eben sein, weil wenn Menschen dann merken, oh, Schmerzen haben zugenommen, weil der Körper sofort reagiert. Mhm. Das ist ein tolles Zeichen. Es kommt richtig die Leistung rein. Nur keiner will mehr Schmerzen haben, logisch. Und deswegen macht man es einfach sanfter von der Steigerung. Dann dauert das vielleicht ein paar Wochen, bis man mit dem ganzen Körper da drauf liegt. Aber selbst da merkt man schon, bei vielen werden die Beine leichter, weil das dann oft durch Einlagerung mitbedingt ist bei der Polyneuropathie. Und das eben nur, dass man Bescheid weiß, hey, es kann sogar mal am Anfang in die andere Richtung gehen. Dann gerne bei uns sonst erfragen, können wir genau sagen, wie man es macht. Aber so für die grundsätzlichen Erfolge von der Zeit, die man geben muss, würde ich schon 4, 5 Monate in der Form rechnen. Aber das kriegt man, glaube ich, mit Schlafen im eigenen Bett gut hin. Ich denke, das ist ja nichts im Vergleich dazu, wenn ich weiß, es gibt sowieso keine konventionelle Anwendung, die mich davon befreit. Schmerzmittel, das ist ja das, was die meisten haufenweise schlucken. Natürlich ganz andere Probleme auch dadurch dann haben, sind natürlich froh, wenn es Linderungen gibt, weil Medikamente dann nicht zu nehmen, die Problematik trotzdem zu sagen, ist auch keine Lösung. Ja. Und deswegen, ja. Ja. Die nächste Frage wäre gewesen, gibt es Nebenwirkungen? Also die sogenannte, man sagt dann oft ja Erstverschlimmerung, wenn der Körper dann in die Kraft kommt und dann eben. Genau. Also Nebenwirkungen gibt es nicht, weil unter Nebenwirkungen versteht man, denke ich, generell so diese schädlichen Nebenwirkungen. Ja. Ist ein ganz natürlicher Therapieweg eben über spezielle flächenartige Magnetfelder, aber nicht durch Strom erzeugt, sondern eben stromlos, permanent Magnetfeld, ähnlich wie die Magnetfeld der Erde, was wir zum Leben brauchen, wo unser Körper auch mitarbeitet, deswegen wir uns auch in der Nacht drehen. Wie Forscher wissen, wenn man in der einen Richtung liegt, dann laufen Flüssigkeiten vermehrt in eine Richtung. Und dann denke ich immer an das Brathähnchen, was sich auf den Spieß dreht, weil der Körper, deswegen wir uns in der Nacht dann drehen, dann auch sagt, die Flüssigkeiten gehen mal in die andere Richtung. Deswegen dreht man sich ständig hin und her, damit der Körper seine Regenerationsprozesse, Lymphfluss und Co. auch mitmachen kann. Deswegen Erdmagnetfeld spielt da eben mit eine Rolle, oder? Hat Anziehungskraft eben dann auch. Und eben auf diesen natürlichen Wege, wenn ich die Felder wechselpolar so baue, dass das Blut eben diese Verklumpungen löst, weil das machen kleinste Felder eben, diese Durchblutung, dieses Fließweg an die Kapillare reinkommt, dadurch natürlich auch das Gewebe, egal ob es Muskeln, ob es Nerven, ob es die Leber, egal welches Organ, es gibt ja viele Erkrankungen, wo kleinste Felder erfolgreich sind, einfach weil es an der Basis ansetzt, nicht an dem Symptom. Ja, warum hilft das bei Migräne und bei Fußschmerz? Das sind noch völlig verschiedene Erkrankungen. Ja, weil der Körper repariert sich selber. Es geht um Selbstheilung durch hohe Versorgung. Ja. Genau. Also prinzipiell habe ich schon gelernt über die kleinsten Felder, also das, was sie tun, dass sie den Blutfluss verbessern und der Körper insgesamt an allen Stellen einfach zu besserer Sauerstoffversorgung kommt. Das ist eigentlich, wie gesagt, alles basiert ja auf dieser Thematik und Gesundheit baut ja darauf eigentlich auf. Ja. Und die Nervenzellen, eben das ist ja das Thema, wir reden ja nicht viel über Muskulatur oder Ähnliches. Ja, zwar liegt natürlich viel Schadstoffe auch oft im zwischenzellulären Raum, was durch eine hohe Durchblutung natürlich auch besser abtransportiert wird. Nur gibt es zwar auch Nahrungsergänzungsmittel, die die Durchblutung durch verschiedene Stoffe eben auch irgendwie fördern können. Ob es Aderelastizität ist, ob es irgendwie ein bisschen der Blutfluss ist, aber als physikalisches Problem, das eben dauerhaft ohne Nebenwirkung ohne dass ich mich mit Substanzen vollhauen muss, um es mal so zu sagen,
dass das so natürlich geht, weil die kleinsten Felder reagieren ja mit den roten Blutkörperchen, wenn die sich daran vorbei bewegen. Wenn ich ja auf einer Matte lege oder einen Fuß auf sowas drauf habe, gehen die drüber. Das Blut ist elektrisch leitfähig, hat Eisen im Blut, Hämoglobin, haben die Leute schon mal gehört. Und das reagiert natürlich auf Plus-Minus-Plus-Minus-Plus-Minus-Felder. Und dadurch, dass eben dieses Plus-Minus immer wie so ein Ranziehen-Wegdrücken von den Ionen ist, kommt eben der Effekt zustande. Weil was viele nicht wissen, die roten Blutkörperchen, die sind negativ geladen. Also Minus würde man sagen in der Schule. Ja. Es gibt Plus und Minus. Plus und Minus stößt sich an, Minus und Minus stößt sich ab. Und wenn alle rote Blutkörperchen Minus geladen sind, dann, wenn die gute Energie haben, also gesund sind, dann halten die sich voneinander weg, so dass die nicht so in so Verklumpungen reinkommen. Sinkt aber die Energie dieser roten Blutkörperchen und die werden schwächer. Was passiert? Dann rotten die sich zusammen und dann bilden sich so kleine Klümpchen. Mhm. Und dann nennt man Geldrollenbildung, manche sagen dazu dickes Blut, ja, weil das wie eine Dunkelfeldmikroskopie kennen manche, wo dann nicht diese roten Blutkörperchen einzeln sind, sondern in so kettigen Raupenstrukturen. Und natürlich können diese roten Blutkörperchen weniger Sauerstoff fassen, kommt dann natürlich so ein großer Bus, der kommt nicht in den Fußgängerweg rein, weil er nicht reinpasst, wo nur Einzelne reinkommen in diese kleinen Haargefäße, Kapillare, was ja wichtig ist bei den Nerven, dass die eben nicht nur die großen Autobahnen, wo der Blutfluss Blut ist, sondern da eben diese kleinen Haargefäße. Und läuft das da wieder richtig, weil eben diese Blutverklumpung durch dieses Wegdrücken, Ranziehen, durch diese natürlichen Felder, ist ja reine Physik, keine Glaubensfrage, es funktioniert, ob es ein Tier ist, ob es ein Kleinkind ist oder hohes Rentenalter, das Blut bewegt sich drüber, bei jedem. Das Herz schlägt ja ununterbrochen, das Blut ist immer in Bewegung, ob wir schlafen, ob wir wach sind. Und wenn es eben drüber wandert, kommt dieser Effekt dann zustande. Und dadurch, ob da bei dem einen jetzt die Schlafstörungen besser werden, weil er das Nervensystem besser durchblutet hat, bei dem nächsten die Regeneration in den Nerven Schäden. Der Körper macht es selber durch eine hohe Versorgung. Eigentlich ist es eine Basistherapie. Man kann es ja natürlich auch fördern, dadurch durch verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel auch. Ja, aber im Kern quasi macht es das natürlich dann hochinteressant für viele. Ja, es ist ja nicht nur die Durchblutung, die dann weniger gut funktioniert, sondern auch die Verklumpungen, die dann passieren und die dann Gefäße verstopfen und dann... Es gibt ja unfassbar viele Ursachen, warum dieses Blut überhaupt verklumpt. Diese Kraft- und Energielosigkeit, was viele Menschen haben, daran äußert sich das oft schon. Deswegen Trinken ist das Wichtigste. Flüssigkeit macht auch das Blut natürlich fließfähig, aber diese Blutverklumpung, die lösen sich nicht so einfach auf. Und da einen zuverlässigen Weg zu haben, gibt es sonst. Es gibt zwar auch Therapien, die das phasenweise können, aber die muss ich ständig anwenden. Und wenn ich einfach nachts nur auf einer Matte schlafe, die auch ohne Strom, kein Elektrosmog, therapiere ich 6, 7, 8 Stunden, ohne was tun zu müssen. Und das macht auch die Therapie letztlich so erfolgreich, weil ohne etwas zu tun, ständig ganz natürlich, das macht es dann aus. Ja. Ja, und ein cooles Gefühl, dass ich meinem Körper jetzt einem echt sinnvollen Feld aussetze jetzt. Ne? Ja, genau. Klingt fantastisch und das kann auch, oder sehe ich als eine tolle Option, eine tolle Möglichkeit für Polyneuropathie geplagte Patienten. Wir haben schon über eine Studie gesprochen. Ihr macht da ja eine Studie. Kannst du dazu mehr noch sagen? Und ja, genau. Können Zuschauer, die betroffen sind, auch daran teilnehmen? In dem Fall tatsächlich ja, weil es eine Art Vorstudie sein wird. Weil bei echten Studien könnte man Patienten gar nicht auswählen. Das machen die Universitäten selbst. Verstehen. In dem Fall ist eine Vorstudie, weil wir natürlich genau wissen wollen, bei wie viel Prozent der Menschen gibt es vielleicht kleine Abweichungen. Wie lange dauert es? Bei dem einen wird es vielleicht schnell gehen, bei dem anderen etwas länger. Und dann wird es, denke ich, in die Richtung laufen, dass Patienten dann eine Schlafmatte haben, wo sie dann eben eine gewisse Zeit dann drauf schlafen, dokumentieren. Und das so als kostenfreie Möglichkeit für viele Polyneuropathie zu behandeln, läuft wahrscheinlich bei uns dann das Postfach über an Anfragen. Wir kennen es von anderen Studien, aber das wollen wir gern ermöglichen, um dann eben auch sehr breit gefächert sagen zu können, so viel Prozent der Patienten haben nach der und der Zeit Verbesserung, vielleicht auch mit Einlegesohlen kombiniert, um noch schneller Erfolge zu kriegen. Einfach, weil die Erfahrungsberichte sind schon da. Wir haben sie wirklich in großer Zahl und jetzt soll es einfach noch ein bisschen genauer dokumentiert werden. Und dafür ist dann diese Studie dann gedacht. Genau. Gibt es auch verschiedene Stadien in der Polyneuropathie, so wie das in der Studie zu den Krampfadern hast du ja erzählt, dass ihr da
besonders schwerwiegende Fälle euch ausgesucht haben als größere Herausforderung, um dann zu sehen, was da bewirkt ist. Ist das bei der Polyneuropathie dann auch so? Genau, es gibt jetzt zwar keine medizinisch bekannte Clusterform, wo man sagt, wenn man das hat, ist man Stadium 1, 2, 3. Aber man kann natürlich grundsätzlich festhalten, wie lange hat jemand das Problem? Gerade im höheren Alter hat es sich meist natürlich noch gesteigert. Mhm. Wie intensiv ist es? Ist es nur mal ein leichtes Kribbeln, wo man sagt, ist unangenehm, aber es geht noch, weil manche halten es ja so lange aus, bis sie sagen, jetzt muss ich was tun, weil jetzt tut's weh. Die Intensität kann natürlich sehr verschieden sein. Der eine, der es schon Schmerzmedikamente irgendwie intensiver nimmt und da kann man schon sagen, dass sowohl leichte als auch schwere Fälle wahrscheinlich mit aufgenommen werden, um es genauer zu dokumentieren. Mhm. Genau. Okay, wunderbar. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, wie kann er sich an euch wenden? Erstmal kann man natürlich kleinsche Felder im Internet auch suchen. Da wird man auch viel finden, sogar auch Videos ja von euch, um sich ein bisschen zu informieren. Ansonsten, wenn man kleinsche Felder gesucht hat, BioRelax, das ist die Marke, unter der das Ganze läuft. Da kann man in Deutschland sich melden oder Österreich, Schweiz gibt es auch einen Standort. Und da kann man uns fragen, ob es da möglich ist, weil es wird mit Sicherheit begrenzte Plätze geben, weil man kann selten alle Anfragen mit aufnehmen. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich da eher zeitig meldet, damit die Chancen da höher sind. Genau, wenn man uns danach fragt, dann können wir da Auskunft geben, ob da noch die Teilnahme möglich ist. Super, wunderbar. Das ist ein tolles Angebot. Vielen herzlichen Dank dafür und ich wünsche euch natürlich großartigen Erfolg in eurer Studie, also dass ihr schöne Ergebnisse aufzeigen könnt und damit natürlich noch viel mehr Menschen ermutigen können und einen Weg aufzeigen könnt. Vielen Dank für eure Forschung dahingehend oder für deine. Du bist ja federführend darin. Ja. Und ja, viel Erfolg. Ich freue mich schon auf... Danke. Die Ergebnisse zu hören, wenn es dann mal fertig ist. Ich wollte gerade sagen, wird immer eine Zeit dann dauern letztlich, aber können wir gerne mal Bescheid geben. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Marco, und bis zum nächsten Mal. Danke. Auch Ihnen sage ich vielen herzlichen Dank wieder fürs Dabeisein und ich hoffe, Sie haben auch eine Idee bekommen, dass hier für ein eigentlich nicht lösbares Problem auf konventionelle Art, dass es hier doch noch Lösungen gibt. Und das wollen wir eigentlich immer zeigen, dass es Lösungen gibt für diverse Probleme. Und wenn man diesen Lösungsweg nicht geht, dann kann man natürlich die Erfahrung der Lösung auch nicht machen. Deswegen ist unser Aufruf oder unsere Ermutigung immer, gehen Sie die Wege, die vorgeschlagen werden, sofern Sie innerlich Zustimmung dazu bekommen und sofern Sie natürlich auch die Ergebnisse, die Sie heute beispielsweise auch gesehen haben, überzeugt haben. In diesem Sinne, bleiben Sie achtsam, wachsam und bitte liebevoll zu sich selbst. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.